Hier ging es nur im Schritttempo voran. Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstag in Berlin mit einer Laufblockade den morgendlichen Berufsverkehr behindert. Auf der Bundesallee im Stadtbezirk Steglitz gingen rund 10 Protestierende mit Transparenten in den Händen in langsamem Tempo vor hupenden Autos und Lieferwagen her. Ein Mann versuchte, die Aktivisten von der Straße zu schubsen. Polizisten beendeten die Aktion schließlich. Wir gehen die Straßen lang und protestieren dagegen, dass die Bundesregierung nicht aus den Fossilen aussteigt, teilte die letzte Generation auf dem Kurznachrichtendienst X mit.